Mit einem 1 nassen Sunset beginnen wir den Tag. Es ist irgendwas mit 6 Uhr sonst was. Wir haben ungefähr 4 Stunden geschlafen. Walter macht sich gerade sein Mittagessen. Ich habe mir ein Fleisch mitgenommen und Lukas, was kriegst du? Ach ja, Wiener und so klein Kramglump. Genau, haben wir gestern ein bisschen um 1 geschnibbelt. Mit Arbeitsteilung. Lukas hat das meiste geschnitten und dann ist er irgendwann duschen gegangen und fertig machen und dabei wie weiter geschnitten. Viel. Ah ja, da haben wir einen 1-Nessen-Senset. So. Das ist für das Outro wieder. Das muss aber voll stable halten und das kann ich gar nicht. Also, die sollte man nicht machen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind jetzt in der Gamescom. Eine kleine U-Bahn-Fahrt haben wir hinter uns gehabt und wie man sehen kann, Radio mal rundum. Da sind schon ziemlich viele Leute da. Wunderbar, perfekt. Wir haben Gott sei Dank wieder so ein Pre-Entry-Ticket gehabt und da hinten sieht man es dann ganz viele Leute, die einfach wieder Arsch stängern und nichts deren. Aber wir haben wenigstens schon herin und deren wir nichts. Das ist schon mal ein Improvement. Und jetzt, sie müssen halt 2 Stunden warten und wir bloß eine. Oder das stimmt, ja. Bloß noch halber die schon. Stimmt, die haben da später einen Einlass, gell? Was? Ja, genau. Die haben dann nur, die müssen noch 1 Stunde länger warten. Und wir können uns dann schon vergnügen und haben kaum Anstehzeiten. Na. Was halt ein bisschen scheiße ist, was letztes Jahr besser war, ist, dass damals da drüben schon die Bundle verteilt worden sind. Das stimmt auf jeden Fall. Über 18 ist und bla bla bla. Jetzt kann man das, oder muss man das fast zwangsweise während seiner Pre-Entry-Zeit in die Hallen da, was eigentlich richtig blöd ist. Wo ihr jetzt auch nicht genau wisst, was ich anschauen darf, was über 18 ist. Ich habe mich null informiert davor über die Gamescom, was ich anschauen möchte. Ja, sagen wir, apropos null informiert, über was freuen wir uns denn heute für Spiele? Was gibt es denn heute für Spiele? Du freust dich wahrscheinlich sehr stark über Age of Empires 4, glaube ich. Ja, da ist glaube ich so ein Announce-Trailer rausgekommen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas sagen, aber ich glaube, sie sagen live auf der Gamescom oder haben gesagt, Age of Empires Definitive Edition, das ist quasi so ein Remastered Age of Empires 1 mit neuen Animationen, aber der gleichen Engine. Ich glaube, das haben sie gesagt oder werden sie sagen, bin mir nicht sicher. Aber wir schauen jetzt auf jeden Fall einmal umeinander, schauen wir, was es so gibt. Wahrscheinlich wird das gleiche wie letztes Jahr. Und genau, hast du noch irgendwas zum Song? Nein, nicht wirklich. Schauen wir uns mal um. Hast du noch was zum Song? Assassin's Creed Syndicate kommt auch noch aus, so übrigens. Kommt das echt? Ist das, wird das vorgestellt bei der Gamescom das jetzt? Wow. Ich möchte es aber eigentlich gar nicht sehen. Außer es wird heute einmal gut. Wow. Aber das war bis jetzt noch nicht der Fall. Danke für den Zug. Wow, super. Ja gut, alles klar, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und habe dir. Begeistert Farming Simulator 2018 spielen, ja? Nein, das ist das ist Pure Farming 2018, ja? A Pure Farming? Ja, wichtig. Das ist was das ganz der anders. Erste Konkurrent? Ja, nicht. Nein, es gibt mehr. Es gibt mehrere Konkurrenten. Ja, wow. Das ist ja stark. So, da sehen wir jetzt hier der Lukas. Hallo. Hoffentlich gut was. Geht nicht gut, nee. Posto. Alles klar, wir haben den Age of Empires Stand gefunden. Lukas ist schon fleißig am Zocken, da ist scheinbar irgendwas vorgeneriert oder von einem anderen Spieler bereits erbaut.
Genau, dann werden wir unsere Erfahrungen mal sammeln. Also, wir haben uns jetzt einiges angeschaut, PaySafeCard und so weiter, völlig interessante Stände. Und jetzt, wenn man sagt, es ist jetzt sehr viel los, wie spät haben wir es? Wir haben es jetzt 12.04 Uhr. Ich glaube, irgendwann müssen wir uns wieder mal zum Essen setzen. Was macht man jetzt eigentlich? Das wobbelt, das ist geil. Suizid. ja. Also, wir haben schon ziemlich viel Merch, wenn man sagt, füllen wir mal oben. Da oben. So, ja. Wir haben schon ziemlich viel Merch gekriegt. Das jetzt forttüten. Und wir werden mal weiterhin schauen, dass wir sehr viel kriegen, weil wir möchten nämlich völlig überladen da wieder heimgehen. Weil das ist so geil, weil wir wohnen am Berg und da muss man das aufbezahlen. Das ist voll geil. Was hältst du bis jetzt von alles? Was ich bisher von was halte? Von allem. Also was hältst du von alles? Also das Problem dieses Jahr ist, dass für meinen Geschmack sehr viele gute Spiele rauskommen. Und dann weiß man halt nicht, wo man anfangen soll. Ich will irgendwie alles probieren, aber die ganze erste Stunde mit dem Pre-Entry habe ich damit verschwendet, nicht zu wissen, was ich zuerst anschauen soll. Und jetzt ist alles voll. Und jetzt sind die Wartezeiten astronomisch. Warst du gestern auch schon da oder nur heute? Oder? Heute und morgen. Am Morgen bist du auch da? Ja, mir auch. Wunderbar. Moment. Ich gebe den Thumbs up auf... Das ist ein schwarzer Daumen. Ich weiß. Das ist Blackfacing. Black Power. Keine Ahnung. Die Merch-Abteilung wird jetzt sicher einfach eine Müllpresse sein. So vom Wirkungsgrad her. Ist der Quetschstich. Und ja, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Pre-Entry-Ticket. Puh, außer man hat sehr viel Geduld. Sollte man schon sich ein Pre-Entry-Ticket kaufen, weil die sind ja limitiert. Das stimmt, also wir haben halt, glaube ich, wann haben wir es gekauft? Am ersten Tag oder so? Ja, am ersten Tag des Ticketsverkaufs haben wir gleich zugeschlagen. Für heute und morgen halt. Weil Samstag ist sehr voll. Ja. Am Sonntag ist dann so, dass die Hallen einfach gefüllt werden mit Menschen und zum Schluss, also am Abend dann, heute wieder entladen werden mit Menschen, aber da schiebt es nicht, da steht keiner an, die stehen einfach alle drin. Das ist dann wie ein Silo quasi, also da kann man dann Menschen silieren quasi und dann, ja, kann man die wieder... Trichlorsilan, eine Zwischenstufe bei der Produktion von Silizium. Ich habe vorhin so einen Skyrim-Stand gesehen für Switch und keiner war da, das war richtig Steppenläufer-Level von gar nichts. Das ist eigentlich schon so eine Art Lachnummer. Dass jetzt Todd Howard einfach Skyrim kommt jetzt für Switch, nächste Woche kommt's für die Mikrowelle und irgendwann kommt's für deinen Taschenrechner. Wart's nur ab. Aber Texas Instruments verwendet seit ungefähr 568 Milliarden Jahren den gleichen Prozessor. Ja, deswegen, Skyrim wird einfach immer effizienter gemacht. Anstatt dass ein neues Bethesda-Spiel rauskommt, ein neues Elder Scrolls, haben sie sich darauf fokussiert, einfach die Creation Engine in der Version von Skyrim so kompakt und so effizient zu machen, ohne Bugs zu fixen, komischerweise, dass es irgendwann auch auf Texas Instruments laufen wird. Also für diese langweiligen Uni-Sitzungen bzw. Vorlesungen, für die langweiligen Schul-
Stunden wird es dann super sein, dass dann jeder Skyrim spielen kann. Das war's jetzt wieder. Gut, dass du reingezoomt hast. Das war's jetzt wieder. Wir freuen uns auf Skyrim, auf Texas Instruments Rechner. Ich habe sogar noch einen daheim, das müssen wir mal ausprobieren. Geht da ein Multiplayer? Ja, es geht ein Multiplayer über Infrarot. Infrarot? Alles klar, das probieren wir aus. Dann gehen wir bis da später. Gehen wir da jetzt hier und da mal was. Was? Nein. Oh ja, jemand hat gewonnen, was? Oh, da muss man diesen Zeug freuen. Heckumme Drift, Leute, 1A Leistung.